Du hast gehört, ein traumhaft buntes Meerwasser-Aquarium kann man nur betreiben, wenn man eine High-End-Filteranlage hat. Stimmt das denn? Hi und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Meerwasser Online. Ich bin Olli und wir helfen dir, das schönste Hobby der Welt besser zu verstehen, Schritt für Schritt und leicht verständlich zu deinem eigenen toplaufenden Meerwasseraquarium. Ja, wenn du es kaum erwarten kannst, endlich selbst ein eigenes Becken zu betreiben, dann klicke auf den Link hier unten in der Videobeschreibung und erfahre, wie du dir in 7 einfachen Schritten das Meer nach Hause holst. Das klingt schon wieder. Ja? Boah, Daniel, ist nicht du auch noch. Ich hatte den Stefan das beim letzten Video schon dran. Es geht nicht kürzer. Ich hab's schon mal erklärt. Ja. Wir wechseln direkt vors Becken. Bis gleich. Ja, so, hi. Hier sind wir vom Becken angekommen. Schau mal ins Riff. So sieht ein Riff aus, was jetzt schon circa 2 Jahre bei uns steht. 2 Jahre sind etwa die Standzeit jetzt dieses Schaubeckens. Ausgewogener Fischbesatz gehört natürlich auch dazu, um da eine intakte Biologie einfach reinzubekommen. Ja, was bedarf es noch, um wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Riff zu haben und auch zu betreiben? Letztendlich ist es nicht unbedingt nur diese High-End-Filteranlage, weil dieser Frage gehen wir ja auch noch nach. Braucht man das denn wirklich? Ja, viel wichtiger ist eben eine, wie eben genannt, intakte Beckenbiologie. Eine Konsequenz im Bereich des Versorgungssystems. Was meine ich damit? Also wirklich ein Versorgungssystem zu wählen für den Kalkhaushalt und auch für die Spuren- und Mengenelementeversorgung, um da eine Konstanz reinzubringen, dahingehend, dass die Tiere, also deine Korallen, immer wirklich ihre Dosis an Dingen wie Mengen, Spurenelemente und fürs Kalkskelett der Tiere bekommen, die sie wirklich brauchen. Und das findet man mit der Zeit der Dosierung raus, mit einer zum Beispiel ICP, mit einer Analyse, mit einer Laboranalyse, wo man dann wirklich genau gucken kann, ist denn in meinem Meerwasser alles, was die Tiere brauchen? Und das ist gar nicht schwer. Das ist wirklich nur eine Konsequenz. Es gibt ganz, ganz tolle Versorgungssysteme mittlerweile auf dem Markt, die alle sehr, sehr gut funktionieren. Und mit dem Wort Konsequenz meinen wir einfach von Meerwasser Online, dass man da wirklich Wert drauf legt, dass ja einfach da wirklich ein Hauptaugenmerk drauf liegen sollte, damit es deinen Tieren eben an nichts fehlt. Und dann darüber hinaus braucht man halt auch eine regelmäßige Pflege, bedeutet unter Umständen halt auch, wenn mal was nicht so richtig toll läuft, kann man mal einen Wasserwechsel einstreuen. Die Scheiben müssen regelmäßig vom Grünbelag entfernt werden. Das Versorgungssystem gehört dazu. Die Fische müssen gefüttert werden und, und. Und wir von Meerwasser Online und gerade hier bei diesem Schaubecken lege da ganz großen Wert auf wirklich eine Regelmäßigkeit. Das Becken gewöhnt sich an diese Pflegemaßnahmen. Ist einfach ultra wichtig, muss man immer wieder sagen. Ein aktives Gestein gehört dazu. Du siehst ja hier in diesem Video, da ist jetzt fast kein Gestein mehr zu sehen. Die Korallen haben alles bewachsen und es ist voll mit Kalkrotalgen, mit Kleinstlebewesen, die auch auf diesen Steinen noch leben. Und das meinen wir einfach mit intaktem Gestein. Die Pflege der Tiere gehört dazu. Die Stöcke können nur so wachsen, wie man denen halt auch Platz gibt. Das heißt, es ist auch hier und da immer mal notwendig, auch mal wieder ein Ablegerchen abzuknipsen, damit die Tiere sich auch rundherum frei entfalten können und nicht ineinander wachsen und sich gegenseitig den Wohnraum oder den Lebensraum da wegschnappen. Dann natürlich, du siehst es oben links, eine gute Strömung gehört dazu, ordentlich Strömung, gerade hier wie bei uns in einem SPS-Becken, müssen wir Wert legen auf eine starke Strömung. Da laufen Oszi-Motion, man sieht es ganz gut, es ist ein Servomotor, der treibt oben, sitzt auf einem Stern und der sorgt dafür, dass der immer links und rechts, dass die Pumpe hin und her schwenkt. Bedeutet, wir haben einfach ein total geiles Strömungsbild und überall im Becken und im Riff ist Strömung und transportiert quasi diese wichtigen Nährstoffe zu unseren Korallen. Die können sie optimal verwerten und auch alles, was denen nicht passt, wieder abgeben. Ein gutes Licht von oben gehört dazu. Dazu haben wir auch schon mal explizit ein Video gemacht. Da ging es um das Thema Hybrid oder LED. Bei uns hängt ja eine Hybridleuchte drüber. Hybrid, für die dies, oder falls du es jetzt nicht wissen solltest, gerne nochmal erklärt.
ist eine Kombination aus T5-Röhren und eben einer LED-Beleuchtung. In unserem Fall hier 8x54 Watt T5 und 3x75 Watt LED, die aber nicht voll ausgelastet werden. Und zu guter Letzt müssen wir noch klar sagen, die Grundbasis bilden eben stabile Wasserwerte. Und da sind wir halt wieder beim Thema Versorgungssystem. Die Tiere ziehen uns Spuren, Mengenelemente, Nährstoffe aus dem Wasser. Und das Ganze muss natürlich auch in ausgewogener Basis auch wieder dem Becken und dem Wasser zugeführt werden. Deshalb, es ist so ein ewiger Kreislauf und es klingt komplizierter, als es ist. Man sollte sich nur an diese Dinge klammern und sagen, okay, ich muss hier einfach eine Basis schaffen und dann läuft so ein Becken ohne Probleme. Und ja, du fragst dich jetzt, okay, ich sehe hier, es ist ein schönes Becken. Wie wird es denn betrieben? Ist da die High-End-Filteranlage, wo man sich vorstellt, wo 87 Rohre laufen und 86 Kugelhähne und 87 Fließfilter und ist natürlich alles übertrieben, aber jetzt switchen wir doch einfach mal in das Filterabteil. Und bitte, es wird nicht gelacht und bitte nicht erschrecken. Bis gleich. So sieht unsere High-End-Filteranlage vom eben gesehenen Becken aus. Mehr ist es nicht. Es ist im Prinzip ein großer Abschäumer. Ja, wir haben nur ein 600 Liter Becken, aber da steht ein Abschäumer drin, der kann so gut das Doppelte. Einfach bedingt dadurch, dass wir einen hohen Fischbesatz haben, haben wir uns entschieden, okay, hauen wir auch einen großen Abschäumer rein. Im Hintergrund lurcht er raus, das ist ein Medienfilter. Da liegt nur ein bisschen Aktivkohle und Phosphatabsorber drin. Rechts sieht man, ist der Einlauf ins Becken. Da steht ein Fließfilter, der holt uns schon mal so vorab, bevor der Abschäumer das Wasser bekommt, ein wenig die Dreck- und Schwebstoffe raus. Und im Hintergrund, das müssen wir gar nicht groß zeigen, pumpt eine Rückförderpumpe das Wasser wieder nach oben. Wir haben uns nicht die Mühe gemacht, weil wir von Meerwasser Online einfach sagen, es ist nicht notwendig, das Becken jetzt irgendwie groß zu putzen, sondern wir haben gesagt, wir machen jetzt mal die Türe auf und zeigen dir unser Filterbecken. Und das ist die ganze Kunst, was absolut ausreichend ist, um das oben trotzdem erreichen zu können. Weil oftmals ist eben weniger mehr. Und das muss, es ist in unserem Fall definitiv so, dass wir sagen, Mensch, wir legen nur Wert auf gute Technik, auf zuverlässige Technik, die muss laufen und alles andere spielt sich ein. Ne, der Abschäumer, falls es dir aufgefallen ist, falls du vielleicht auch schon ein bisschen weiter bist mit deinem Hobby, der ist etwas feucht eingestellt, der hat nicht so die typische schwarze Schlotze drin oben im Abschäumertopf. Das liegt einfach daran, dass wir den momentan etwas feuchter laufen haben, weil ein bisschen erhöhte Nährstoffwerte im Bereich Phosphat, Nitrat vorliegen. Da stellt man den gerne mal ein bisschen feuchter, um gerade so ein bisschen Nitrat rauszuziehen. Und mit dem Phosphatabsorber im Medienfilter das alles ein bisschen zu binden, um das auch in einem Rahmen zu halten, wo sich die SPS wohlfühlen. Jetzt fragst du dich sicher, okay, sag doch mal einen Nährstoffwert. Okay, Nitrat liegt momentan bei 15 und Phosphat bei 0,06. So haben wir auch eine sehr, sehr gute Balance, wollen aber auch nicht, dass es weiter nach oben geht. Wir wollen gesunde Tiere, gesunde Farben, aber die sollen auch nicht zu sehr eindunkeln. Alles Weitere, mehr ist es nicht. Alles, was wir jetzt genannt haben oder was ich jetzt genannt habe, das befindet sich hier im Filterbecken. Wird ab und zu natürlich auch mal gereinigt. 2-3 Mal im Jahr sauge ich hier den Boden mal ab, wenn ich hier beim Wasserwechsel bin. Links sieht man übrigens, das ist ein Ablegerabteil. Da sind momentan keine Ableger drin. Die befinden sich aktuell oben im Hauptbecken, weil wir da einfach mal ein bisschen was testen von den Lichtverhältnissen her. Muss man hier unten nicht nochmal eine weitere LED-Leuchte laufen lassen, sondern wir versorgen die Ableger auch oben über die Hybrid. Und zu guter Letzt bleibt nur zu sagen, schau's dir an und du kannst das auch. Lass dich nicht verunsichern mit den ganzen, du brauchst und was man nicht alles braucht. Nee, guck in unser Filterbecken, mehr ist es nicht und damit kann man ein ganz, 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 ganz tolles Becken betreiben. Ja, wir hoffen, dir hat das Video gefallen und du kannst viele, viele nützliche Dinge jetzt für die Umsetzung deines Meerwasser-Aquariums mitnehmen. Es ist keine Kunst, es ist einfach nur eine Balance aus Sorgfalt und Konsequenz und wirklich tun und die Liebe eben zu dem, was man da macht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in einem der nächsten Videos hier auf unserem Kanal. Bis bald. Ciao, ciao.